freue mich, dass ihr auch die Zeit genommen habt, dass wir heute Morgen in das Wort gehen kann. Ich finde, die Tage anzufangen in Wort Gottes ist gut, aber oft ist es, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich weiß, viele haben wirklich zu kämpfen mit ihrer stille Zeit, wo sie Zeit allein nehmen mit dem Herrn, weil, oder das ist etwas, was sie religiös abhacken muss, oder das ist etwas, was ich nicht weiß, wie sie lesen sollen. Oft spielen wir Bibellotto, wo wir die Bibel nehmen und wir blättern durch und machen die Finger. Wer von euch hat das schon mal gemacht? Ich weiß, ich habe das am Anfang viel gemacht und leider bin ich immer auf die falschen Dinge gestoßen, wenn ich das gemacht habe. Und so, das ist auf die eine Seite. Und auf die andere Seite ist, keiner hat uns wirklich gelernt, wie wir mit Gottes Wort begegnen können. Wir hören es gepredigt am Sonntag, aber das in meinem eigenen Leben wirklich so zu erfahren, das passiert nicht so oft. Ich kann mich erinnern, als ein junger Mann, meine erste Bekehrung, haben die mir ein Gideons Bibel in die Hand gedrückt und gesagt, jetzt hast du die Bibel, jetzt bist du Christ, go for it. Und die hat mich allein gelassen, ich bin in ein Internat wieder gegangen, hat keine Ahnung gehabt, wo ich starten oder enden soll. Habe ich gedacht, vielleicht ein Christ wird die Bibel aufschreiben. So habe ich dann blöderweise habe ich dann Matthäus 1 gewählt und hat angefangen, jeden Tag ein bisschen zu schreiben. Und wenn jemand Matthäus 1 gelesen hat, wird ihr sehen, dass er sagt, der zeugte, der zeugte, der zeugte, der zeugte, der zeugte. Und nach 4 Tagen von der zeugte, der zeugte, der zeugte hinschreiben, da dachte ich mich, na, Christen sein ist blöd. Weil das macht keinen Sinn, was soll ich damit machen? Und da habe ich das geschmissen. Das war, wenn ich 9 Jahre alt war. 16 Jahre alt habe ich wieder so eine Begegnung mit Gott. Und dieses Mal hat meine Mutter mir eine dicke, fette Thompsons Bibel gegeben. Viele Bilder. Vielleicht hat sie gedacht, wenn da mehr Bilder drin ist, werde ich das vielleicht mal lesen. Und da habe ich damals mit Lotto angefangen. Und nach 3 Tagen von nur, und Gott hat dieses Volk vernichtet, weil ich bin halt in meinem Alten Testament gelandet mit diesem Ding, habe ich gedacht, nein, das ist wieder mal nichts. Und dann bin ich weit, weit von Gott gegangen. Und die dritte große Begegnung mit Gott in meinem Leben war, wenn ich in 1989, und der Unterschied dieses Mal war, ein junger Mann ist am nächsten Tag zu mir gekommen und gesagt, ich will dich zeigen, wie du deine Bibel lesen kannst, wie du beten kannst. Die Grundlage. Und was ich heute Morgen mit euch teilen werde, ist das, was er damals in 1989 mit mir geteilt hat. Und es ist bei mir bis heute geblieben. So ist nichts Neues. Aber ich habe gefunden, dadurch hat es 2 Dinge in mir bewirkt. Nummer 1, dass ich Gott kennengelernt habe und Gottes Herz kennengelernt habe für mich. Und zweitens habe ich gelernt, systematisch die Bibel durchzulesen und damit eine Grundlage von Gottes Wort in mein Leben gefunden. Und das hat eigentlich so viel Spaß gemacht, dass ich fast keinen Tag verpassen wollte, weil vielleicht verpasse ich einfach die Geheimnisse Gottes, was er mich jetzt offenbaren will. So, was ich euch heute Morgen mitteilen werde, ist, wie ich es tue, ich sitze bei mir zu Hause, ich habe den schwarzen Stuhl in meinem Wohnzimmer, nehmt mir einen Kaffee, wie ich heute Morgen genommen habe. Schalte dieses blöde Ding aus, weil das ist nur eine Ablenkung. So, für diese Stunde stelle ich das weg und ich gehe jetzt und halte die Zeit mit Gott. Jetzt, wenn ihr zu Hause die Handy verwendet als eure Bibel, ihr braucht es jetzt. Aber wenn es nicht eine Bibel ist, stellt es wirklich weg, weil das kann eine Ablenkung sein in dieser Zeit. Ich nenne diese Zeit mein Power Hour. Power Hour, warum? Weil ich hier die Kraft tanken für meinen Tag. Dass ich hier Gottes Hinweise bekomme, dass ich hier in Gespräch gehe mit ihm, dass ich meinen Tag so einrichten kann,
dass ich von ihm geführt bin. Und Jesus hat auch eine Stunde, wir sehen vor seine große Entscheidung, ihm hinzugeben für uns, hat er eine Stunde genommen. Er sagt, in dieser Stunde, was Jesus allein war mit dem Herrn, das war die Durchbrechstunde für uns, dass er aus dieser Stunde rauskam und gehorsam war. Obwohl er gesagt hat, Herr, wenn es dein Wille ist, lass diese Kelche mir vorbeigehen, ist er trotzdem geblieben auf dem Ziel, auf dem geraden Weg, was Gott ihm gegeben hat zu tun. Und das ist ein Leben für uns zu geben. Nur als Grundlage, das ist eine Zeit, einfach die größte Herzenshaltung, was ich in dieser Zeit habe, ist, mit Erwartung zu kommen. Ohne Erwartung in dieser Stunde zu kommen, bringt dir nichts. Und was meine ich bei Erwartung? Die Erwartung, dass ich Gottes Stimme oder dass er mir Hinweise oder dass ich ihn hören wird. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. So, ich komme mit dieser Erwartung vor ihm in seine Gegenwart hinein, dass er mich durch sein Wort jetzt Hinweise geben kann. Was tue ich denn in dieser Power Hour? Wir werden es jetzt gemeinsam auch machen. Ich lese jeden Tag 4 Kapitel aus der Bibel. Einmal das Alte Testament, das heißt, ich fange in 1. Mose 1 an, arbeite durch bis zum Offenbarung. Ein Psalm jeden Tag, das heißt, da gibt es 150. Ich lese einen pro Tag und dann fange ich wieder von vorne an. Gleich hier mit Sprüche, das ist das Buch nach Psalm, weil das geht über die Weisheit. Psalm geht über Lobpreis und Anbetung, Sprüche geht über Weisheiten. Sprüche gehe ich, da gibt es 31, einen für jeden Tag des Monats und die lese ich wiederholend. Und dann ein Kapitel Neues Testament jeden Tag, Matthäus durch zum Offenbarung. Warum lese ich das so durch? Weil es systematisch ist und dann kann ich Kontext auch verstehen und was da gesagt wird. Was tue ich in diese 4 Kapitel? Ich lese es nicht nur durch, dass ich sagen kann, ich habe das abgehakt. Ich lese damit wirklich eine Sehnsucht in mein Herz zu hören. Vater, was willst du mir sagen? Oder entweder durch ein Wort, ein Satz oder ein Gedanke aus dieser Kapitel. Aber aus dieser Kapitel bekomme ich etwas von dir, was ich heute bei mir reinlassen kann. Und was tue ich, wenn ich lese, nehme ich sofort mein Notizbuch. Deshalb brauche ich ein Notizbuch, weil das entspricht auch meiner Erwartung, dass ich dann sofort auch etwas aufschreiben kann, wenn es in mein Herz kommt. Und nach meinem Leseteil, und das dauert wirklich nicht länger als 27 Minuten, außer du liest bis Psalm 119, dann wird es ein bisschen lange dauern, aber ihr könnt es wieder aufbrechen. Aber die Leseteil ist 27 Minuten. Und daraus bekomme ich 4 Punkte oder Verse oder Sätze, was daraus geschieht. Einer aus dem Alten Testament, Psalm, Sprüche, Neues Testament. Und wenn ich fertig bin, dann ordne ich diese 4 Dinge ein, dass es für mich heute, für Glenn, Sinn macht. Nicht so bam, bam, bam. Ich ordne es ein, dass es ein Reihenfolge hat, das für mich in meinem Zustand, wo ich jetzt bin, Sinn macht. Und dann fange ich an, einen Liebesbrief zu schreiben. Aber da werden wir jetzt hinkommen. So, seid ihr bereit, auf diese Reise mit mir heute Morgen zu gehen, dass wir lernen, wie wir Papa seine Stimme hören. Und es ist wirklich cool, wenn ich mit der Erwartung hier reinkomme. Oft spricht er mit Genauigkeiten an, in das, was er mich zeigt, was der Heilige Geist mich offenbart. Und das heißt ein Rhema-Wort. Ich gehe von Logos, das geschriebene Wort, zu Rhema, das offenbarte Wort Gottes. Und das hat mit der Erwartung zu tun. Und das, was ich aufschreibe, ist das, was der Heilige Geist so ausspringen lässt. Ihr habt es schon alle gehabt, wo ihr die Bibel gelesen habt, eine Stelle gelesen habt, wo ihr längst schon drin war. Und plötzlich scheint dieser Satz, er springt fast in ein Gesicht und sagt, wow. Und das ist dieser Rhema, wo der Geist dich etwas offenbart. Und ich erwarte 4 von diesen Momenten jeden Morgen in diese Kapitel, was ich lese. So, sind wir bereit, das zu machen, dann werden wir ein bisschen besprechen.
Ihr werdet lesen, ihr werdet mich sagen, was ihr bekommen habe. Und dann gehen wir so durch und schauen, was Gott uns heute sagen wird. Hier ist das interessante Ding auch noch. Wenn wir das so gemeinsam machen, wir lesen die gleiche vier Kapitel, ich kann euch jetzt schon sagen, jeder von uns wird eine andere Botschaft heute Morgen auf die gleiche Stelle bekommen. Das ist, wie cool Gott ist, dass aus einem Wort er uns verschiedene Botschaften geben kann, weil wir in verschiedenen Plätzen in unserem Leben sind. Gell? So, nehmt eure Bibel, nehmt euer Notizbuch oder nehmt deine elektronische Bibel. Und ihr werdet jetzt leise für euch lesen. Wir fangen 1. Mose 1 an heute Morgen. Und hört, was der Geist euch sagen will. Und notiere die Punkte, was euch am meisten sprechen. Wenn ihr das aufgeschrieben habt, könnt ihr hochschauen, dann weiß ich, ihr seid fertig. Und dann kann ich euch, dann können wir ein bisschen da nachfragen. Ist das okay? Ich bete kurz. Papa, ich danke dir, dass wir heute Morgen in deine Gegenwart kommen kann. Danke, dass du zu uns sprichst. Danke, Vater, dass du niemals aufgehört hast zu reden. Und dass wir heute Morgen auch das wahrnehmen können, was du uns sagen möchtest für unseren heutigen Tag. So, Vater, wir kommen in die Erwartung. Sprich mit uns entweder durch ein Wort, einen Satz oder einen Gedanke aus dieser Stelle. In Jesu Namen. Amen. 1. Mose 1. Das ist Seite 2 in eurer Bibel hoffentlich. So, Sarah, was hat Gott dich angesprochen aus 1. Mose? Mich hat 1. Mose 1,3 angesprochen. Ja. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Gut. König? In Vers 2, der zweite Teil, der Geist Gottes schwebte, Schweben über dem Wasser. Ja. Super. Jens? 22, und er segnete sie und sagte, vermehrt euch und füllt die Meere. Und auch ihr Vögel, vermehrt euch auf der Erde. Super. Levi? Ich finde das so cool, dass immer Tag und Nacht, Licht und Dunkel, Abend, Morgen so getrennt wird. Und 29 finde ich lustig. Zu Nahrung gebe ich euch alle samentreibenden Pflanzen und alle samenhaltigen Früchte von Bäumen. Das heißt eigentlich die ersten Menschen. War Vegetarier. Und dann kam die Sünde von und dann essen wir Fleisch. Halleluja. Magdalena. Jetzt beim Vers 5, irgendwie der zweite Tag aufgegangen. Ja. Es wurde Abend und wieder Morgen. Der erste Tag war vergangen. Okay. Dieter? Na, mich erfüllt so das ganze Kapitel mit Dankbarkeit. Einfach, dass es nicht ein Zufall ist, dass die Erde entstanden ist und es wirklich eine Antwort ist, dass Gott geschaffen hat. Und in allem einfach seine Schönheit zu sehen ist. Super. So, das ist ein Gedanke, was daraus entstanden ist. Super. Das hast du. Laura. Ich habe auch Vers 2 bekommen von dem Heiligen Geist. Und auch Vers 29, wo es sagt, dass Gott hat uns alles gegeben, eigentlich. Zusammengefasst. Ich habe, wie Levi, durchaus gelesen, eine Reihenfolge. Was ich bei mir, Gott sprach, Gott nannte und Gott segnete. Schau, wo Gott uns damit führt. So, jetzt gehen wir zu Psalm 1. Und ich will euch hier auch sagen, ihr könnt hier keinen Fehler machen. Ich kann nicht da etwas Falsches auswählen. Alles, auch wenn es eine negative Betonung hat, ist es vielleicht, dass Gott mich über etwas warnen will. Aber wir können hier keinen Fehler machen. Der Geist wird offenbaren, was ich heute brauche. So, jetzt gehen wir zu Psalm 1. 6 Superversen.
und hört, was der Geist uns sagen will. Und das, was ich jeden Tag tun, wenn ich mein Power mache, bei jeder von diesen vier Kapitel bete ich wieder. Ich bin wie ein Kind, das mit seinem Papa in die Geschäft gehen. Papa, 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 ich will was von dir. So wir beten mir, Vater, ich danke dir, dass du zu mir sprichst, entweder durch ein Wort, ein Gedanke oder einen Satz aus dieser Stelle, in Jesu Namen. Gut, let's read. Gute Einzige, was man da bekommt. Bei mir war es wirklich wieder zwei Dinge. Erstmal, der Baum ist eingepflanzt. Und wenn ich im Gott bin, dann bin ich wie ein Baum eingepflanzt. Und dagegen ist die Spreu, dass der Wind überall hinschwebte. Und so, das war klar bei mir. Okay, jetzt gehen wir zu Sprüche. Hinweis in Sprüchebrief, in die Sprüche, da sind so viele Weisheiten, nur das merken, was dich am ersten angesprochen hat, okay? So, Vater, ich danke dir, dass du mit uns sprichst, durch die Sprüche, entweder mit einem Wortsatz oder einem Gedanken in Jesu Namen. Amen. Sprüche. Super. Bei mir war es Vers 33, wenn wir gehorsam werden, dann werden drei Dinge passieren. Wir werden ohne Angst sein, wir werden Friede haben und Sicherheit. So, dann gehen wir weiter. Matthäus 1 und wir beten wieder die gleiche Gebet. Jesus, wir danken, dass du mit uns sprichst, entweder durch ein Wort, ein Satz oder ein Gedanke aus Matthäus 1. In Jesu Namen. Bleib nicht hängen bei der die gezeugt. Ich habe mittlerweile gesehen, dass Gott mich oft dadurch auch angesprochen hat, wer was gezeugt hat. Dann muss ich die Geschichte lesen, was mit denen passiert ist. Und das war dann in dieser Situation volltreffend so. Aber so, sei nicht irritiert durch die gezeugt. Dadurch ist auch eine Botschaft. Ja. Gut. Ich habe bei mir gehabt, in Vers 21, du sollst ihm einen Namen geben. So, was tue ich jetzt mit diesen vier Gedanken, was ich aufgeschrieben habe? Das ist jetzt die Leseteil abgeschlossen und jetzt haben wir vier, die können vielleicht weit auseinander Sätze sein. Was will Gott mir sagen dadurch? Und jetzt kommt ein Tag, vielleicht kann ich euch eine kurze Geschichte erzählen. Wenn Laura und ich uns kennengelernt haben, war da kein Handys oder kein Internet oder E-Mail oder wir haben nur die alte Telefon gehabt und nicht alle hätten es leisten können. Aber auf jeden Fall, wir hatten uns verabredet, einmal durch Woche haben wir uns telefoniert und dann einmal die Woche, weil wir so weit entfernt von einer gelebt haben, in die gleiche Stadt in Johannesburg in Südafrika, aber auf zwei Seiten vom Stadt haben wir uns nur sonntags in die Gottesdienst meistens gesehen. Und dann haben wir einen Briefaustausch gemacht. Und Laura hat mir Briefe geschrieben, 4-5 Seiten ausführlich, wo sie ihre Liebe mir kommuniziert hat. Und sie hat Lippenstift aufgemacht und geküsst und ihre Parfüm hat sie aufgedüftet. War für mich natürlich ein Geschenk, diese Briefe zu bekommen. Ich in meiner männlichen Art hat sie einseitige Zusammenfassung von meiner Woche gegeben. Aber was wir gefunden haben durch diesen Austausch von den Briefen, ich kann mich erinnern, das erste Telefongespräch, das wir gehabt haben, war sehr ein bisschen awkward. Weil ich habe sie angerufen, hi, wie geht's? Und sie hat gesagt, geht mir gut. Und wie geht's dir? Auch gut. Okay, bye-bye. Weil wir, obwohl da Interesse war, aber wir haben keinen Stoff gehabt, um zu reden. Und nach diesem Austausch von den Briefen
habe ich mehr und mehr, weil ich die ganze Zeit über ihre Briefe gelesen habe, habe ich mehr von ihrem Herz gesehen und das war Stoff für Gespräch. Wo plötzlich wir auch Stille haben könnten unter uns auf dem Telefon und das war nicht unerträglich, das war oder unangenehm, das war okay, weil ich habe angefangen, ihr Herz mehr und mehr zu entdecken. Die Kiesi hat vor kurzem und die Briefe gesehen und gesagt, oh, ihr seid so kitschig gewesen. Aber das war unsere Art von Kommunikation. Aber das ist das Wort Gottes. Und jetzt hat er uns einen Brief geschrieben. Ja, jetzt hat er uns Sätze gegeben. Und jetzt ist es in meiner Interpretation von diesen Dingen wichtig zu hören, was er mir sagen will, durch diese vier Stellen, was er mir gegeben hat. So, schreib die auf und markiere die 1, 2, 3, 4 in die Reihenfolge, wie die reinpassen muss. Zum Beispiel bei mir habe ich jetzt 1. Mose 1, der Gott sprach, Gott nannte, Gott segnete, ist Nummer 1. Nummer 2 bei mir ist Matthäus, du sollst auch einen Namen geben. 3, sei gehorsam, dann bist du ohne Angst, Frieden und Sicherheit. Und 4, dann bist du wie ein Baum eingepflanzt und nicht spreu, dass der Wind verweht. So, plötzlich macht es mir irgendwie Sinn, was er mich hier sagen will. Dass ich heute, und ich habe angefangen, meinen Brief zu schreiben, nur als ein Beispiel für euch. Liebe Glenn, mein Sohn. So, was tue ich in den Liebesbrief? Ich nehme die Reihenfolge von diesen vier Sätzen und schreibe es, als ob Gott mir jetzt einen Liebesbrief zuspricht, wo er diese vier, wo wir das Wort verwenden, die vier Sätze, dieser Brief zu unterliegen. So, bei mir, liebe Glenn, mein Sohn, ich habe gesprochen, ich habe Dinge genannt und auch gesegnet. Du bist in mein Ebenbild geschaffen worden, darum gebe ich dir Autorität, Dinge zu nennen. Gebe deinen Glauben Namen, sei konkret in Dinge zu nennen vor mir. Sei gehorsam in diesem Schritt. Dann wirst du ohne Angst sein, du wirst Friede haben, dass ich das vollbringen kann, was du genannt hast. Und du wirst die Sicherheit bekommen, dass nichts dir vorbeigehen kann. Dann bist du wie ein Baum eingepflanzt. Und das ist, was ich von dir haben will. Eingepflanzt zu sein in meinen Geist. Und du wirst nicht wie Spreu sein, der den Wind verweht. Bam. Und mit dieses Wort kann ich jetzt vor Gott gehen heute und in Gebet gehen. Jetzt ist die Gebetszeit von die Power Hour, wo ich die Rest von dieser Zeit, was ich jetzt zur Seite gestellt habe, in Gespräch gehen und ihm fragen, welche Dinge will er haben, dass ich heute nennen? Also das ist das, was er mich eingeladen hat. Ich darf Dinge nennen. Er will, dass ich meinen Glaube Substanz gebe. So für mich heute ist es die Frage, was will ich nennen? Ich habe diese Woche schon angefangen, gesagt, mein Haus zu nennen, dass es unser Haus sein wird. Aber jetzt habe ich seine Erlaubnis, Dinge im Leben zu rufen und die zu nennen. Weil das ist, was er gemacht hat. Am Anfang hat er gesprochen, dann hat er es genannt, wenn es sich entwickelt, und dann hat er es gesegnet. Und das ist, was uns zukommt. So für mich ist das wirklich ein Zuspruch, dass ich da hingehen kann. Und das ist, wie ich bewege diese vier Sätze den ganzen Tag heute. Interessanterweise, heute Morgen werden wir eine Kindersegnung machen. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass ich die Eltern das zusprechen kann, was sie über dieses Kind genannt haben, was es ein Segen hervorbringen und dass dieses Kind eingepflanzt sein wird. So, ist so cool, wie Gott spricht. In die Situation, wo ich jetzt bin, ich will euch wirklich, nehmt jetzt die Zeit, schreibt eure Briefe aus, nehmt diese vier Dinge, stellt Gott die Frage, was willst du mir damit sagen und geh ins Gebet mit ihm. Und das tue ich täglich. Und das ist so cool, weil er spricht mich in mein tägliches Sein an. Lass es euch Power geben für eure Tage. So, danke, dass ihr heute Morgen die Zeit genommen habt. Das ist nicht die einzige Art, wie man die Bibel lesen kann. Aber ich habe gefunden, dass mir wirklich Draht gegeben hat zu Gottes Herz. Und dass ich hören kann, was sein Herz für mich ist. Und das ist eigentlich, was Stille Zeit ist. Ist nicht ein religiöses Ding, was ich jeden Tag mache,
Das ist ein Beziehungsschritt, sein Herz zu hören und in Gespräch zu gehen mit ihm. So, Gott segne euch in dieser Schritt. Ich hoffe, das hat euch geholfen, dass ihr näher kommen könnt, sodass es Gott in eure Herzen tun wollen. Und dass ihr andere auch damit begeistern könnt, in Gottes Wort hineinzusteigen, zu hören, was er sagt. Und damit segne ich euch. God bless.